Jetzt kommt Frau Folter. Sind Sie Frau Folter? Mein Name ist Flodder, du blöde Kuh. Setzen Sie sich doch. Gudrun, wo sind die Röntgenaufnahmen von Herrn Becker geblieben? Ich glaube, dass ich dich völlig vergessen habe. Aber gerade jetzt fallen sie mir wieder ein. Bitte entschuldigen Sie dieses Chaos. Ach, solche Sachen können vorkommen. Auf unsere Urlaubsfotos haben wir neulich auch 2 Wochen warten müssen. Meine Sprechstundenhilfe ist sehr krank. Die Frau von eben ist normalerweise Klofrau. Ich habe sie vom Arbeitsamt. Ihr Personalproblem ist ja völlig schnurz. Ich hätte nur gerne das Ergebnis von meiner Vorsorgeuntersuchung abgeholt. Sie hatten eine Vorsorgeuntersuchung? Ach ja, natürlich, Sie sind das also. Na, mal sehen. Ich glaube, ja, hier ist es. Oh, Ihr Blutdruck ist total in Ordnung. Ihr Zuckerspiegel ist absolut Zucker. Und, ach du Scheiße. Was ist denn? Sie haben ein metastatisches Bronchialkarzinom. Noch dazu ein sehr fortgeschrittenes. Ein Meter was? Sie haben nur noch ein paar Wochen zu leben. Was hast du gesagt, Ma? Der Doktor denkt, ich habe nur noch ein paar Wochen zu leben oder so. Bloß ein paar Wochen noch und dann? Na ja, dann ist mein TÜV abgelaufen. Da bin ich reif für die Schrottpresse. Ich mache uns erstmal was zu essen. Was zum Teufel hast du denn? Lamm, Bregen und gebrochene Bohnen. Nein, Marquis wollte wissen, was du hast. An welcher Krankheit wirst du draufgehen? Ach, keine Ahnung. Das war irgendwas mit jeder Menge Fremdworte drin. Das heißt, glaube ich, Hummer oder Krebs oder so. Und ich mag keine Meeresfrüchte. Ma, was... Was sagst du da? Dass ich in Kürze draufgehen werde. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Echt geil. Ihr habt an meinen Geburtstag gedacht. Girlanden, eine Torte. Und was bekomme ich geschenkt? Ma, gib den Löffel ab, Tina. Kenn ich nicht. Ist das ein Computerspiel? Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Dreimal hoch, 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 dreimal hoch. Hoch. Ich muss jetzt nach Hause. Vielen Dank für die Limonade. Und ich muss auch gehen. Auf Wiedersehen, Tina. Es war echt toll hier. Aber ihr kriegt noch ein Stück Torte und ein paar Süßigkeiten. Meine Mutter sagt, Zucker ist schlecht für die Gesundheit. Genauso wie Alkohol. Leben Sie wohl, Frau Flodder. Ein schöner Geburtstag ist das. Warum musstest du gerade heute zum Arzt gehen, Ma? Eigentlich ist das allein Werners Schuld. Der hat gesagt, dass ich dringend zum Arzt gehen muss. Hallo, meine Freunde. Diese beiden Mädchen da haben mich reingelassen. Die waren sicher auf deinem Geburtstag, weißt? Oh, was für ein festliches Gelage. Guck mal, Tina, ich habe auch eine Überraschung für dich. Tata! Ich wünsche dir alles Gute. Oh, ich nehme schon mal einen kleinen Keks. Gibt's Neuigkeiten? Ja, Werner, sieht ganz so aus. Weißt du noch, dass ich wegen dir heute zum Arzt musste? Ja, es ging um die Krankenversicherung. Die hatten noch überhaupt keine Daten von Ihnen. Wie war's denn? Naja, der Arzt hat gemeint, dass ich in ein paar Wochen tot bin. Wenn du nicht gesagt hättest, dass Ma heute zum Doktor muss, Werner, dann hätten wir jetzt wenigstens feiern können. Absolut richtig. Alles deine Schuld. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Igitt, Werner, muss das jetzt sein? Hol dir lieber ein Taschentuch. Das kann doch nicht wahr sein. Wann haben Sie es denn erfahren? Vor einer Stunde. Ich komme gerade vom Doktor zurück. Tja, Werner, ich hoffe, du kannst mit der Schuld leben, dass du unsere Mutter in den Tod gejagt hast. Das ist wieder typisch, Werner. Ich bin todkrank und er fängt an, rumzuleiden. Na, wieder den Keller aufgeräumt? Nein, ein Teil davon lag im Swimmingpool und der Rest steckt in unserem Klobecken. Ah, ja, das ist nicht zu überriechen. Ich vermute, Sie nehmen sicher wieder eine Blutwurst. Ich habe wie üblich ein paar Dutzend zurückgelegt. Ach nein, ich weiß nicht, Van Putte. Irgendwie ist mir heute nach was anderem. Nach was Exotischem. Na, man lebt schließlich nur einmal. Was Exotisches? Naja, ich kann doch nicht ständig dasselbe fressen. Ich habe Lust auf was Verrücktes. Ihre Familie macht schon Verrücktheiten genug. Hat dich irgendjemand gefragt? Sie wissen doch, was gestern hier los war. Als Ihre Jungs auf dem Bürgersteig ein Autorennen gefahren sind. Sind Sie sich auch wirklich sicher? Das sind ganz besonders gute, aber auch sehr teure Krabben.
Ach, ganz egal. Ich werde sie trotzdem probieren. Die Dinger sind jedenfalls sehr schmackhaft und sehr gesund. Das hättest du mir ein bisschen früher sagen müssen, Pfannputte. Inzwischen hat mich mein Arzt aufgegeben. Was? Was bedeutet aufgegeben? Dass der Arzt sagt, ich habe bloß noch knapp ein paar Wochen zu leben. Schönen Tag noch. Das meint sie doch nicht wirklich. Typisch für diese Leute. Die schaffen es sogar, über ihren eigenen Tod zu spotten. Nur noch knapp ein paar Wochen zu leben? Oh. Hallo, liebe Frau Flodder. Hier ist noch eine hässliche Rechnung offen von so ungefähr 350 Gulden. Könnten Sie die noch vor Ihrem Tod ausgleichen? Ich schätze, die nächsten Tage werde ich das Frühstück mal besser ausfallen lassen. Ich platze aus allen Nähten. Ich krieg nicht mal mehr mein Hemd zu. Hey, Holgis Hemd ist auch viel zu klein und er hat nicht zugenommen. Was ist hier los? Ich muss eben noch ein bisschen Routine kriegen mit dem Waschen. Sag bloß, du hast meine Klamotten gewaschen. Einer muss es doch machen. Ma ist bald nicht mehr da. Dann bin ich die einzige Frau hier. Kester hätte es wenigstens vorher fragen können. Das Teil hier ist vollkommen im Arsch. Das war bloß ein Hemdjob. Das war mein geilstes Hemd, Kees. Mit dem Ding konnte ich jede rumkriegen. Die obersten Knöpfe auf und schon gab's Bräuteauflauf. Dann lass doch in Zukunft ein paar Knöpfe mehr auf. Was hast du dem Teil nur angetan? Ich hab's sehr lange gewaschen. Es war ja auch sehr dreckig. Sehr lange? Wie lange? Auf der Waschmaschine war so ein Wecker. Den habe ich einfach auf 90 gestellt. So ein Wecker? Das ist der Temperaturknopf, du Dumpfbacke. Du hast es wahrscheinlich mit 90 Grad gewaschen. Na schön, wenn du dich so gut damit auskennst, dann wasch deine Klamotten doch selber. Aber deine Sachen hast du offenbar nicht mitgewaschen. War mir zu riskant. Ich bin ein Waisenkind. Allein. Wenigstens kann sein Gehirn nicht mehr eingehen. Kopf hoch, Klaus. Du hast ja immer noch deine Geschwister. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Das wird dich ablenken. Das ist wirklich sehr lieb von dir, Kees. Aber muss ich wirklich den ganzen Tag lang auf diesem Stuhl mit der Decke rumsitzen? Ich bin doch kein Wrack wie Opa. Ich gehe nur ein paar Tage drauf. Das ist eine Art Sterbegymnastik. Du musst dich auf deinen Sarg vorbereiten. Frau Flodder und die Kinder. Ich weiß natürlich, dass wir nicht die besten Nachbarn gewesen sind. Das kannst du wohl laut sagen. Aber in Momenten wie diesen kommt man sich doch menschlich näher, als man je hat. Ja, die Pfoten weg, alte Lesbe. Meine Frau meinte, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten vergessen müssten und uns in schweren Stunden beistehen sollten. Aha, ich ahne was. Du willst mal wieder eine Nummer mit meiner Schwester schieben. Im Augenblick interessiert mich nur, dass sie leider nicht mehr lange zu leben haben. Deswegen sind wir bereit, Ihnen alles zu verzeihen. Ich wüsste nicht, was ihr mir verzeihen solltet, ihr Käseköpfe. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt sehr viel zu tun hat, weil es unter diesen Umständen noch sehr viel zu regeln gibt. Ja, wir müssen zum Beispiel ein neues Vorhängeschloss kaufen, um Penner wie euch von uns fernzuhalten. Eigentlich sprach ich von der anstehenden Trauerfeier. Ihr habt ja wahrscheinlich noch nichts dergleichen vorbereitet. Und deswegen haben wir unseren Neffen Dietmar mitgebracht. Der kennt sich in sowas aus. Meine liebe Familie Flodder, das Verenden eines Familienmitglieds kommt für die meisten Menschen vollkommen unerwartet. Vor allen Dingen, wenn die Mutter des Rudels, Frau Flodder, einem langen und qualvollen Tod zum Opfer fällt. Danke, das reicht uns. Du willst doch nur einen Haufen Kohle abzocken, also scher dich zum Teufel. Das hat er mich irgendwie neugierig gemacht. Lass ihn erst mal weiterreden. Ma, der Aasgeier hier will uns doch bestimmt bloß übers Ohr hauen. Ich hab noch nie jemandem aufs Ohr gehauen. Von meinen Kunden hat sich noch niemand beschwert. Sie sind zu tot, um sich zu beschweren. Sie haben also schon alles geregelt für die Beerdigung? Ja, so ziemlich alles. Ach ja, Johnny, da bin ich aber sehr neugierig. Ja, also gleich nach dem Begräbnis, da holen wir Currywürste und Pommes bei Harrys Stehkaffee. Das ist nach dem Begräbnis, aber was ist mit der eigentlichen Trauerzeremonie? Wir Trauerzeremonien schon genug. Haben Sie eine Grabstelle reserviert, Einladungen verschickt, einen Pfarrer bestellt und die Überführung? Wir haben einen Wagen. Aber der ist rosa. Leichenwagen sind schwarz. Das weiß doch jeder. Naja, er ist schon ein Weilchen nicht mehr gewaschen worden. Es ist Ihr Begräbnis, liebe Frau Flodder. Sie sollen sich an diesem Tag richtig wohlfühlen. Zum Beispiel in einem von diesen schönen Särgen. Der ist auch ganz schön. Das ist wirklich ein sehr schöner Karton. Sie haben wirklich Geschmack. Mhm. Das ist unser Spitzenmodell, der Taj Mahal. Sorgsam imprägnierte Eiche, ausgelegt mit Perserkatzen-Schamhaaren. Mhm. Auf den ersten Blick überteuert, aber Qualität hat ihren Preis. Langsam, unsere Ma ist nicht mehr in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen. Also mach eine Schmeißfliege und zieh Leine, ja?
Und ich habe so langsam den Eindruck, dass du deiner eigenen Mutter nicht mal ein schönes Begräbnis gönnst. Du solltest dich schämen. Haben Sie noch ein paar Vorschläge? Einen dazu passenden Leichenwagen mit 2 oder 3 Folgewagen. Folgewagen? Nein, darauf kann ich verzichten. Ich habe in meinem Leben schon genug Verfolgungsjagden erlebt. Meine letzte Fahrt will ich in aller Ruhe angehen. Johnny, Ma wird draufgehen. Ja, so ein englischer Wagen. So ein aber keine Angst, das bekommen wir schon irgendwie hin. Ehrenwort? Darauf kannst du einen lassen. Aber Ihr Begräbnis, das bekommen wir nie im Leben finanziert. Was halten Sie von unserem Las Vegas-Sonderangebot? 20.000 Gulden inklusive der Neonbeleuchtung. Und nach einer Stunde hat er sie rumgekriegt. Miete für den Sterbeempfangsraum, kalte Häppchen, Getränke, Einladungskarten, Weihrauchsteuer. Also kurzum, haufenweise Geld. Das ist immerhin deine Mutter. Ja, aber sie hat ihr ganzes Leben zwischen Furnieren, Hartfasern und Schrott zugebracht. Und jetzt muss es auf einmal massive Eiche mit Marmor sein. Und Gold. Ja, weil du sie unbedingt auf die goldenen Griffe am Sarg hinweisen musstest. Ma war verrückt nach Gold. Ma ist noch nicht tot, Klaus. Und nach dem Begräbnis grabe ich die Griffe sofort wieder aus. Was soll's? Ihr kriegt doch noch Geld von der Versicherung, oder nicht? Versicherung? Ja. Hör mal. Wenn ihr eine ordentliche Versicherung abgeschlossen hättet, dann müsstet ihr nichts bezahlen. Unter Umständen springt sogar noch ein Gewinn für euch raus. Echt, wahr? Hängt von der Leistung ab. Kleine Monatsprämie, geringe Auszahlung. Große Monatsprämie. Große Auszahlung, genau. Aber dummerweise haben wir leider keine Versicherung auf Ma abgeschlossen. Das würde ich sofort nachholen, wenn ich du wäre. Du bezahlst 2 Monate im Voraus. Deine Ma verabschiedet sich und voilà, du kriegst einen Haufen Kohle ausgezahlt. Das Begräbnis wäre bezahlt und im Anschluss wäre noch eine kleine Feier für uns. Das hätte Ma bestimmt sehr gefallen. Was redest du da für einen Unsinn, Klaus? Ma ist noch nicht tot. Das weiß ich alleine, Johnny. Ich versuche doch nur schon mal ein bisschen, mich an die Gedanken zu gewöhnen. Aber die Versicherung musst du schnell abschließen, Johnny, solange deine Ma noch lebt. Das ist wie beim Roulette. Solange das Rad sich dreht, kann man noch setzen. Aber wenn die Kugel fällt, rien ne va plus. Ja, ist klar. Komm mit, Klaus. Wohin denn? Wir müssen unsere Ma sofort gegen ihr Sterben versichern. Sie sollten das nicht überstürzen. An Ihrer Stelle würde ich die Unterlagen mit nach Hause nehmen und alles ganz in Ruhe durchlesen, bevor Sie unterschreiben. Sie sollten auch genau auf das Kleingedruckte achten. Nein, danke. Ich will keine Zeit mehr verlieren. Ich will damit sagen, ich habe heute noch viel zu erledigen. Ich habe keine Zeit für Ihr Kleingedrucktes. Hauptsache, Sie wissen, dass Sie eine sehr hohe Prämie bezahlen. Wollen Sie das nicht lieber nochmal überdenken? Ach, am liebsten treffen wir spontane Entscheidungen, nicht wahr, Klaus? So, das ist die letzte. Ich bekomme gleich einen Krampf vom vielen Unterzeichnen. Und wann wird die Kohle an uns überwiesen? Pardon? Naja, wenn unsere Ma das Zeitliche sehen, dann machen wir doch einen Riesenreibach. Man könnte auch sagen, Beute. Nun, ich will mal für Sie hoffen, dass das noch ein klein wenig dauert. Hallo, ich habe dich was gefragt. Wie lange dauert's, bis wir das Geld dann verprassen können? Oh, Sie haben diese Frage ernsthaft gemeint. Wenn sich Ihre Mutter aus dem Leben zurückziehen sollte, dann nehmen Sie auf der Stelle Kontakt mit uns auf. Und dann wird der Betrag von uns in einigen Tagen an Sie überwiesen. Und das ist dann die höchstmöglichste Auszahlung. In der Tat. Sie haben unsere goldene Sargnagelpolice abgeschlossen. Das ist für die gedacht, die einen lieben Menschen mit maximalem Aufwand verscharren wollen. Prima. Tja, dann wollen wir mal wieder gehen. Bis dann. Wiedersehen. Oh, da ist noch eine Klitzekleinigkeit. Ihre Mutter muss noch zu einer medizinischen Untersuchung gehen. Medizinische Untersuchung? Wieso denn? Keine Routineprozedur. Also, wenn Sie wissen wollen, ob es meiner Mutter gut geht, das kann ich Ihnen am besten sofort sagen. Wir haben sie heute früh noch gesehen und uns gedacht, Mann, sieht die fett aus. Ja, vor allem für jemand, der vor kurzem... Der vor kurzem einen sehr schweren grippalen Infekt überwunden hat. Nein, sie ist gesund und munter wie ein Aal in der Wanne, wirklich. Aber sie hat doch... Also, ich denke nicht, dass das mit Ihrem Wort getan ist, lieber Herr Flotter, denn ein medizinischer Befund ist in den meisten Fällen viel aussagekräftiger. Mann, wir haben doch so einen medizinischen Befund seit gestern. Ja. Das klingt sehr gut. Tja, dann holen wir uns doch den letzten Befund einfach ab. Wie heißt denn der Hausarzt von Ihrer Mutter? Flodder, na bitte, das ist der von Ma. Ich begreif das nicht, Johnny. Warum durchwühlen wir so einen blöden Aktenschrank? Da gibt's doch nichts zu holen bei so einem Hausarzt. Ich erklär's dir noch ein letztes Mal, Klaus. Wir haben eine Versicherung abgeschlossen auf unsere Ma. Klar? Ja. Und die Versicherung will jetzt wissen, ob Ma gesund ist. Aber das ist sie nicht. Wohl kaum, denn Ma ist ja tot. Ma ist noch nicht tot, Klaus. Sie wird erst noch sterben. Oh, ja. Und das da ist der Befund, in dem steht, dass unsere Ma in ein paar Wochen sterben wird. Und daher vertauschen wir diesen hier mit einem anderen Befund. Alles klar? Mit was denn vertauschen? Mit dem Befund von jemandem, der gesund ist. Du nimmst den rechten Schrank, ich den linken. Die hier ist gesund, hat aber einen Furunkel am Arsch. Ma hat auch so ein Ding. Ja.
Was hältst du von der hier? Das ist ja Frau Nettelbaum. Ist die gesund? Nicht mehr lange. Klasse, die wird sich zu Tode erschrecken. Fabelhaft. Ich habe euch Rudi van Holshusen mitgebracht. Er ist Sterbebegleiter. Ihr wisst doch, was das ist? Ja, so eine Art Hebamme rückwärts. Ja, so ungefähr. Los, fang an, Rudi. Klaus, möchtest du deiner geschätzten Mutter noch irgendetwas sagen, solange sie dir noch zuhören kann? Wer kriegt das Silbermal? Keiner, das nehme ich mit in den Sarg. Ihr würdet das Zeug ja doch bloß verscheuern. Ja, verstehe. Kees, jetzt bist du an der Reihe. Du brauchst keine Hemmungen zu haben. Du darfst ruhig alles rauslassen. Das ist wohl ein Missverständnis. Rudi will euch doch bloß bei der Trauerarbeit hilfreich zur Seite stehen. Gut, wenn das so ist, schlage ich vor, dass ihr auf Mars Trauerfeier das Bier ansticht. Ja, auf die Art sparen wir eine Arbeitskraft. John, in Kürze ist deine Mutter nicht mehr auf der Welt. Euer Leben wird dann sicher ganz anders aussehen. Habt ihr daran schon einmal gedacht? Ja, ehrlich gesagt noch nicht. Naja, Mars Zimmer wird natürlich frei. Jetzt kapiere ich so eine Art Veränderung, meinst du? Jetzt erkennst du, dass viele Erinnerungen an deine Mutter in diesem Zimmer zurückbleiben werden. Nein, aber ich werde ein größeres Zimmer kriegen, das von Mars. Dann will ich aber dein Zimmer, Johnny. Nein, das will ich schon haben. Kinder, ganz ruhig. Nicht streiten. Sobald eure Mutter sich in Richtung Himmel verpisst hat, hinterlässt sie eine große Lücke in eurem Leben. Ich schlage vor, dass wir jetzt alle mal an irgendetwas denken, was sich dann in eurem Leben verändern wird. Lasst euch Zeit. Ich hab's, dann passen wir alle zusammen in den Wagen. Im Augenblick ist immer ein Platz zu wenig da. Und wir können endlich mal vernünftig auf Reisen gehen. Ma will doch nie ins Ausland fahren. Und ich kann mich endlich mal satt essen. Ma klaut mir immer die letzten Happen vom Teller. Klasse, ohne Ma geht's uns allen viel besser. Ihr undankbaren Hunde, hab ich mich dafür ein ganzes Leben lang abgerackert? Prima, teilen Sie Ihre Verzweiflung mit Ihrer ganzen Umgebung. Wer nicht zum Teufel, du Scheißkerl, anstatt meine eigenen Kinder aufzuhetzen. Ach, hau ja ab, du! Ich schlag dir ein Pferd ein! Los, verpisst euch! Von wegen Sterbehilfe! Sie kann so gut mit Menschen umgehen. Hallo, hier ist Johnny. Ja. Die Versicherung. Sie haben also den ärztlichen Befund inzwischen erhalten. Und? Alles in Ordnung? Vielen Dank noch. Tschüss. Hier, Dr. Mertens. Ah, guten Tag, Herr Folder. Wie geht's Ihnen? Ihre Frau ist verendet? Gestern? Und ich habe sie nicht gewarnt? Ein Lungenkarzinom im fortgeschrittenen Stadium, sagen Sie? Ja, aber ich hatte Ihre Frau doch letzte Woche noch zuvor Vorsorgeuntersuchung bei mir in der Praxis und da war sie völlig gesund. Naja, ihre Leber war ein klein wenig aufgeschwollen wegen übermäßigen Alkoholmissbrauchs, aber darüber hinaus... Was? Ihre Frau hat Alkohol verabscheut? Ja, aber mein lieber Herr Folder, eine Klage sagen Sie vor dem Ärztegericht? Aber mein lieber Herr Folder, er hat aufgelegt. Eine Frage. Ja? Neben welchem Befund liegt der von Frau Folder? Neben dem von Frau Folter, Flodder. Lord. Sagen Sie alle Termine für heute Nachmittag ab. Mir reicht's. Ich will sehen. Ma, du musst erst den Einsatz erhöhen. Wie wär's mit den goldenen Ringen aus deiner zweiten Ehe? Die kriegt ihr nicht. Die trage ich bis ins Grab. Die auch? Das wird ziemlich eng da unten. Genau, Ma. Was haben wir denn abgesprochen? Wir sind alle nur hier, um unser Erbe zusammenzupokern, weil du kein Testament machen wolltest. Du kannst nicht alles mit ins Grab nehmen. Ah, mach dir mal keine Sorgen. Ich habe einen sehr großen Sarg. Und ich habe gerade gewonnen. Hier, eine große Straße. Warte noch einen Augenblick. Seit wann trägst du ein Korsett? Falsche Kröte. Du wolltest die eigene Mutter beschummeln. Das bleibt liegen. Ich hab 4 Zehen. Ehrlich, ich sag euch, das werde ich sehr vermissen. Die ganze Familie, die an einem langen Tisch um mich rumsitzt. Ja, aber wir können dich nicht bei uns im Haus behalten. Du fängst bestimmt an zu riechen. Es sei denn, du lässt dich verbrennen, Ma. Dann stellen wir den Pott mit der Asche mitten auf den Tisch. Verbrennen? Ich soll also in Brand gesteckt werden. Für was hältst du mich? Für eine Zigarre? Eine gewisse Ähnlichkeit ist aber nicht zu verleugnen. Na schön, werde ich eben eingeäschert. Aber dann will ich auch in einem richtig schönen Aschenbecher landen. Die Zigarrenkiste fände ich aber irgendwie passender. Mit einem Trauerkranz aus verkohlten Tabakblättern.
was kann ich für Sie tun? Ich habe Neuigkeiten für Sie. Was für Neuigkeiten? Es gab ein schreckliches Missverständnis. Eine Verwechslung in unserer Datei. Ihr Befund hat sich damit in Rauch aufgelöst. Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, worauf ich hinaus will, aber Sie bleiben am Leben. Ich hatte ja gleich das Gefühl, dass es eine Fehldiagnose. Es ist mir wirklich unglaublich peinlich. Das ist nämlich so gewesen. Meine Assistentin ist krank geworden und die Frau... Und deshalb haben Sie mich vorübergehend für tot erklärt? Es war bestimmt keine Absicht. Das ist mir vollkommen Schnuppe, du Pillendreher. Pillendreher sind Apotheker. Einen Arzt wie mich können Sie als Quacksalber beschimpfen. Und das wahrscheinlich zu Recht. Ich gehe dann wohl besser. Ja, stimmt, Flodder. Ich rufe an wegen der Versicherung, die wir letzte Woche bei Ihnen abgeschlossen... Ja, genau, ja, die goldene Seignagel, Sterbeversicherung mit der hohen Prämie. Es tut mir wirklich ganz schrecklich leid, lieber Herr Flodder, aber wir haben Ihren Antrag auf eine Sterbeversicherung noch nicht bearbeiten können. Echt nicht? Nein, wir brauchen nämlich noch eine Unterschrift von Ihrer Frau Mutter. Ach was? Eine kleine Formalität auf Versuchen unserer Hauptverwaltung. Also, wenn ich das richtig kapiert habe, dann ist meine Mutter im Augenblick unversichert. Das ist fantastisch, aber im Grunde genommen ist das eine Unverschämtheit. Ich glaube, Sie werden verstehen, dass ich mit so einem Versicherungsunternehmen nichts mehr zu tun haben möchte. Was? Wer? Er will zu uns kommen? Heute Mittag? Ja? Liebe Frau Flotter, guten Tag. Es geht nur noch um eine Unterschrift. Sie haben aber kein Bestattungsunternehmen, oder? Ein Bestattungsunternehmen? Ich fürchte, Sie belieben zu scherzen. Nein, ich bin wegen einer Unterschrift hier. Für Ihre Versicherung. Sehen Sie, ich war gerade in der Nähe und da dachte ich... Was für eine Unterschrift eigentlich? Bist du taub oder was? Ich hab dir doch gesagt, dass wir kein Interesse haben. Wenn du noch einmal wagst, hier bei uns aufzutauchen, dann hetze ich den Hund auf dich. Diese Klinkenputzer werden aber auch immer brutaler. Der versucht mir seit Tagen pornografische Bibeln anzudrehen, der elende Aasgeier. Nein, Johnny, das war der Kerl, der... Sag mal, wie fühlst du dich denn jetzt, Ma? Ach, Johnny, um ganz ehrlich zu sein, das Ganze ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Worauf willst du hinaus? Lieber eine Woche im Harz als ein Besuch beim Arzt. Und nur mit einer Mutter ist wirklich alles in Butter. Was sagen Sie, Doktor? Ein metastatisches Bronchialkarzinom. Meine Frau... Ja, sie ist reif für den Friedhof. Liebling? Will ich aber dein Zimmer, Johnny. Nein, das will ich schon haben. Kinder, ganz ruhig. Ich dreh dir gleich in die Eier. Sobald eure Mutter sich in Richtung Himmel verpisst hat, hinterlässt sie eine große Lücke in eurem Leben. Ich schlage vor, dass wir jetzt alle mal an irgendetwas denken, was sich dann in eurem Leben verändern wird. Lasst euch Zeit. Ich hab's. Dann passen wir alle zusammen in den Wagen. Im Augenblick ist immer ein Platz zu wenig da. Und wir können endlich mal vernünftig auf Reisen gehen. Ma will doch nie ins Ausland fahren. Und ich kann mich endlich mal satt essen. Ma klaut mir immer die letzten Happen vom Teller. Klasse, ohne Ma geht's uns allen viel besser. Ihr undankbaren Hunde, habe ich mich dafür ein ganzes Leben lang abgerackert? Prima, teilen Sie Ihre Verzweiflung mit Ihrer ganzen Umgebung. Wer nicht zum Teufel, du Scheißkerl, anstatt meine eigenen Kinder aufzuhetzen. Hau ja ab, du! Ich schlag dir den Schädel ein! Los, verpisst euch! Von wegen Sterbehilfe! Sie kann so gut mit Menschen umgehen. Hallo, hier ist Johnny. Ja. Die Versicherung. Sie haben also den ärztlichen Befund inzwischen erhalten. Und? Alles in Ordnung? Vielen Dank noch. Tschüss. Hier,
hier, Dr. Mertens. Ah, guten Tag, Herr Folder. Wie geht's Ihnen? Ihre Frau ist verendet? Gestern? Und ich habe Sie nicht gewarnt? Ein Lungenkarzinom im fortgeschrittenen Stadium, sagen Sie? Ja, aber ich hatte Ihre Frau doch letzte Woche noch zuvor Vorsorgeuntersuchung bei mir in der Praxis und da war sie völlig gesund. Naja, ihre Leber war ein klein wenig aufgeschwollen wegen übermäßigen Alkoholmissbrauchs, aber darüber hinaus... Was? Ihre Frau hat Alkohol verabscheut? Ja, aber mein lieber Herr Folder, eine Klage sagen Sie vor dem Ärztegericht? Aber mein lieber Herr Folder... Er hat aufgelegt. Eine Frage. Ja? Neben welchem Befund liegt der von Frau Folder? Neben dem von Frau Folter, Flodder. Lord. Sagen Sie alle Termine für heute Nachmittag ab. So, mir reicht's. Ich will sehen. Ma, du musst erst den Einsatz erhöhen. Wie wär's mit den goldenen Ringen aus deiner zweiten Ehe? Die kriegt ihr nicht. Die trage ich bis ins Grab. Die auch? Das wird ziemlich eng da unten. Genau, Ma. Was haben wir denn abgesprochen? Wir sind alle nur hier, um unser Erbe zusammenzupokern, weil du kein Testament machen wolltest. Du kannst nicht alles mit ins Grab nehmen. Ah, mach dir mal keine Sorgen. Ich habe einen sehr großen Sarg. Und ich habe gerade gewonnen. Hier, eine große Straße. Warte noch einen Augenblick. Seit wann trägst du ein Korsett? Falsche Kröte. Du wolltest die eigene Mutter beschummeln. Das bleibt liegen. Ich habe 4 Zehen. Hier will uns doch bestimmt bloß übers Ohr hauen. Ich habe noch nie jemandem aufs Ohr gehauen. Von meinen Kunden hat sich noch nie jemand beschwert. Sie sind zu tot, um sich zu beschweren. Sie haben also schon alles geregelt für die Beerdigung? Ja, so ziemlich alles. Ach ja, Johnny, da bin ich aber sehr neugierig. Tja, also gleich nach dem Begräbnis, da holen wir Currywürste und Pommes bei Harrys Stehkaffee. Das ist nach dem Begräbnis, aber was ist mit der eigentlichen Trauerzeremonie? Wie, Trauerzeremonien schon genug? Haben Sie eine Grabstelle reserviert, Einladungen verschickt, einen Pfarrer bestellt und die Überführung? Wir haben einen Wagen. Aber der ist rosa. Leichenwagen sind schwarz. Das weiß doch jeder. Na ja, er ist schon Weilchen nicht mehr gewaschen worden. Es ist Ihr Begräbnis, liebe Frau Flodder. Sie sollen sich an diesem Tag richtig wohlfühlen. Zum Beispiel in einem von diesen schönen Särgen. Der ist auch ganz schön. Das ist wirklich ein sehr schöner Karton. Sie haben wirklich Geschmack. Mhm. Das ist unser Spitzenmodell, der Taj Mahal. Sorgsam imprägnierte Eiche, ausgelegt mit Perserkatzen-Charmhaaren. Mhm. Auf den ersten Blick überteuert, aber Qualität hat ihren Preis. Langsam, unsere Ma ist nicht mehr in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen. Also mach eine Schmeißfliege und zieh Leine, ja? Und ich habe so langsam den Eindruck, dass du deiner eigenen Mutter nicht mal ein schönes Begräbnis gönnst. Du solltest dich schämen. Haben Sie noch ein paar Vorschläge? Einen dazu passenden Leichenwagen mit 2 oder 3 Folgewagen. Folgewagen? Nein, darauf kann ich verzichten. Ich habe in meinem Leben schon genug Verfolgungsjagden erlebt. Meine letzte Fahrt will ich in aller Ruhe angehen. Johnny, Ma wird draufgehen. Ja, klar. So ein englischer Wagen. So ein aber keine Angst, das bekommen wir schon irgendwie hin. Ehrenwort? Darauf kannst du einen lassen. Aber Ihr Begräbnis... Das bekommen wir nie im Leben finanziert. Was halten Sie von unserem Las Vegas-Sonderangebot? 20.000 Gulden inklusive der Neonbeleuchtung. Und nach einer Stunde hat er sie rumgekriegt. Miete für den Sterbeempfangsraum, kalte Häppchen, Getränke, Einladungskarten, Weihrauchsteuer. Also, kurzum, haufenweise Geld. Das ist immerhin deine Mutter. Ja, aber sie hat ihr ganzes Leben zwischen Furnieren, Hartfasern und Schrott zugebracht. Und jetzt muss es auf einmal massive Eiche mit Marmor sein. Und Gold. Ja, weil du sie unbedingt auf die goldenen Griffe am Sarg hinweisen musstest. Ma war verrückt nach Gold. Ma ist noch nicht tot, Klaus. Und nach dem Begräbnis grab ich die Griffe sofort wieder aus. Was soll's? Ihr kriegt doch noch Geld von der Versicherung, oder nicht? Versicherung? Ja. Hör mal. Wenn ihr eine ordentliche Versicherung abgeschlossen hättet, dann müsstet ihr nichts bezahlen. Unter Umständen springt sogar noch ein Gewinn für euch raus. Echt wahr? Hängt von der Leistung ab. Kleine Monatsprämie, geringe Auszahlung. Große Monatsprämie. Große Auszahlung, genau. Aber dummerweise haben wir leider keine Versicherung auf Ma abgeschlossen. Das würde ich sofort nachholen, wenn ich du wäre. Du bezahlst 2 Monate im Voraus. Deine Ma verabschiedet sich und voilà, du kriegst einen Haufen Kohle ausgezahlt. Das Begräbnis wäre bezahlt und im Anschluss wäre noch eine kleine Feier für uns drin. Das hätte Ma bestimmt sehr gefallen. Was redest du da für einen Unsinn, Klaus? Ma ist noch nicht tot. Das weiß ich alleine, Johnny. Ich versuche doch nur schon mal ein bisschen, mich an die Gedanken zu gewöhnen. Aber die Versicherung musst du schnell abschließen, Johnny, solange deine Ma noch lebt. Das ist wie beim Roulette. Sie haben also den ärztlichen Befund inzwischen erhalten. Und? Alles in Ordnung? Vielen Dank noch. Tschüss. Hier,
Dr. Mertens. Ah, guten Tag, Herr Folder. Wie geht's Ihnen? Ihre Frau ist verendet? Gestern? Und ich habe Sie nicht gewarnt? Ein Lungenkarzinom im fortgeschrittenen Stadium, sagen Sie? Ja, aber ich hatte Ihre Frau doch letzte Woche noch zuvor Vorsorgeuntersuchung bei mir in der Praxis und da war sie völlig gesund. Naja, ihre Leber war ein klein wenig aufgeschwollen wegen übermäßigen Alkoholmissbrauchs, aber darüber hinaus... Was? Ihre Frau hat Alkohol verabscheut? Ja, aber mein lieber Herr Folder, eine Klage, sagen Sie, vor dem Ärztegericht? Aber mein lieber Herr Folder... Er hat aufgelegt. Eine Frage. Ja? Neben welchem Befund liegt der von Frau Folder? Neben dem von Frau Folter. Flodder. Lord. Sagen Sie alle Termine für heute Nachmittag ab. So, mir reicht's. Ich will sehen. Ma, du musst erst den Einsatz erhöhen. Wie wär's mit den goldenen Ringen aus deiner zweiten Ehe? Die kriegt ihr nicht. Die trage ich bis ins Grab. Die auch? Das wird ziemlich eng da unten. Genau, Ma. Was haben wir denn abgesprochen? Wir sind alle nur hier, um unser Erbe zusammenzupokern, weil du kein Testament machen wolltest. Du kannst nicht alles mit ins Grab nehmen. Ah, mach dir mal keine Sorgen. Ich habe einen sehr großen Sarg. Und ich habe gerade gewonnen. Hier, eine große Straße. Warte noch einen Augenblick. Seit wann trägst du ein Korsett? Falsche Kröte. Du wolltest die eigene Mutter beschummeln. Das bleibt liegen. Ich habe 4 Zehen. Ehrlich, ich sag euch, das werde ich sehr vermissen. Die ganze Familie, die an einem langen Tisch um mich rumsitzt. Ja, aber wir können dich nicht bei uns im Haus behalten. Du fängst bestimmt an zu riechen. Es sei denn, du lässt dich verbrennen, Ma. Dann stellen wir den Pott mit der Asche mitten auf den Tisch. Verbrennen? Ich soll also in Brand gesteckt werden. Für was hältst du mich? Für eine Zigarre? Eine gewisse Ähnlichkeit ist aber nicht zu verleugnen. Na schön, werde ich eben eingeäschert. Aber dann will ich auch in einem richtig schönen Aschenbecher landen. Die Zigarrenkiste fände ich aber irgendwie passender. Mit einem Trauerkranz aus verkohlten Tabakblättern. Oh, Herr Doktor, was kann ich für Sie tun? Ich habe Neuigkeiten für Sie. Was für Neuigkeiten? Es gab ein schreckliches Missverständnis. Eine Verwechslung in unserer Datei. Ihr Befund hat sich damit in Rauch aufgelöst. Ach, ganz egal. Ich werde sie trotzdem probieren. Die Dinger sind jedenfalls sehr schmackhaft und sehr gesund. Das hättest du mir ein bisschen früher sagen müssen, Pfannputte. Inzwischen hat mich mein Arzt aufgegeben. Was? Was bedeutet aufgegeben? Dass der Arzt sagt, ich habe bloß noch knapp ein paar Wochen zu leben. Schönen Tag noch. Das meint sie doch nicht wirklich. Typisch für diese Leute. Die schaffen es sogar, über ihren eigenen Tod zu spotten. Nur noch knapp ein paar Wochen zu leben? Oh. Hallo, liebe Frau Flodder. Hier ist noch eine hässliche Rechnung offen von so ungefähr 350 Gulden. Könnten Sie die noch vor Ihrem Tod ausgleichen? Ich schätze, die nächsten Tage werde ich das Frühstück mal besser ausfallen lassen. Ich platze aus allen Nähten. Ich krieg nicht mal mehr mein Hemd zu. Hey, Holgis Hemd ist auch viel zu klein und er hat nicht zugenommen. Was ist hier los? Ich muss eben noch ein bisschen Routine kriegen mit dem Waschen. Sag bloß, du hast meine Klamotten gewaschen. Einer muss es doch machen. Ma ist bald nicht mehr da. Dann bin ich die einzige Frau hier. Okay, es wäre das wenigstens vorher fragen können. Das Teil hier ist vollkommen im Arsch. Das war bloß ein Hemd, Johnny. Das war mein geilstes Hemd, Case. Mit dem Ding konnte ich jede rumkriegen. Die obersten Knöpfe auf und schon gab's Beuteauflauf. Dann lass doch in Zukunft ein paar Knöpfe mehr auf. Was hast du dem Teil nur angetan? Ich hab's sehr lange gewaschen. Es war ja auch sehr dreckig. Sehr lange? Wie lange? Auf der Waschmaschine war so ein Wecker. Den habe ich einfach auf 90 gestellt. So ein Wecker? Das ist der Temperaturknopf, du Dumpfbacke. Du hast es wahrscheinlich mit 90 Grad gewaschen. Na schön, wenn du dich so gut damit auskennst, dann wasch deine Klamotten doch selber. Aber deine Sachen hast du offenbar nicht mitgewaschen. War mir zu riskant. Ich bin ein Waisenkind. Allein. Wenigstens kann sein Gehirn nicht mehr eingehen. Kopf hoch, Klaus. Du hast ja immer noch deine Geschwister. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Das wird dich ablenken. Hm.
Das ist wirklich sehr lieb von dir, Kees. Aber muss ich wirklich den ganzen Tag lang auf diesem Stuhl mit der Decke rumsitzen? Ich bin doch kein Wrack wie Opa. Ich gehe nur ein paar Tage drauf. Das ist eine Art Sterbegymnastik. Du musst dich auf deinen Sarg vorbereiten. Frau Flotter und die Kinder. Ich weiß natürlich, dass wir nicht die besten Nachbarn gewesen sind. Das kannst du wohl laut sagen. Aber in Momenten wie diesen kommt man sich doch menschlich näher, als man je hat. Ja, die Pfoten weg, alte Lesbe. Meine Frau meinte, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten vergessen müssten und uns in schweren Stunden beistehen sollten. Aha, ich ahne was. Du willst mal wieder eine Nummer mit meiner Schwester schieben. Ja, das ist nicht zu überriechen. Ich vermute, Sie nehmen sicher wieder eine Blutwurst. Ich habe wie üblich ein paar Dutzend zurückgelegt. Ach nein, ich weiß nicht, Van Putte. Irgendwie ist mir heute nach was anderem. Nach was Exotischem. Na, man lebt schließlich nur einmal. Was Exotisches? Naja, ich kann doch nicht ständig dasselbe fressen. Ich habe Lust auf was Verrücktes. Ihre Familie macht schon Verrücktheiten genug. Hat dich irgendjemand gefragt? Sie wissen doch, was gestern hier los war. Als Ihre Jungs auf dem Bürgersteig ein Autorennen gefahren sind. Sind Sie sich auch wirklich sicher? Das sind ganz besonders gute, aber auch sehr teure Krabben. Ach, ganz egal. Ich werde sie trotzdem probieren. Die Dinger sind jedenfalls sehr schmackhaft und sehr gesund. Das hättest du mir ein bisschen früher sagen müssen, Van Putte. Inzwischen hat mich mein Arzt aufgegeben. Was? Was bedeutet aufgegeben? Dass der Arzt sagt, ich habe bloß noch knapp ein paar Wochen zu leben. Schönen Tag noch. Das meint sie doch nicht wirklich. Typisch für diese Leute. Die schaffen es sogar, über ihren eigenen Tod zu spotten. Nur noch knapp ein paar Wochen zu leben? Oh. Hallo, liebe Frau Flodder, hier ist noch eine hässliche Rechnung offen von so ungefähr 350 Gulden. Könnten Sie die noch vor Ihrem Tod ausgleichen? Ich schätze, die nächsten Tage werde ich das Frühstück mal besser ausfallen lassen. Ich platze aus allen Nähten. Ich krieg nicht mal mehr mein Hemd zu. Hey, Holgis Hemd ist auch viel zu klein und er hat nicht zugenommen. Was ist hier los? Ich muss eben noch ein bisschen Routine kriegen mit dem Waschen. Sag bloß, du hast meine Klamotten gewaschen. Einer muss es doch machen. Ma ist bald nicht mehr da. Dann bin ich die einzige Frau hier. Kees, du hättest wenigstens vorher fragen können. Das Teil hier ist vollkommen im Arsch. Das war bloß ein Hemd, Johnny. Das war mein geilstes Hemd, Kees. Mit dem Ding konnte ich jede rumkriegen. Die obersten Knöpfe auf und schon gab's Beuteauflauf. Dann lass doch in Zukunft ein paar Knöpfe mehr auf. Was hast du dem Teil nur angetan? Ich hab's sehr lange gewaschen. Es war ja auch sehr dreckig. Sehr lange? Wie lange? Auf der Waschmaschine war so ein Wecker. Den habe ich einfach auf 90 gestellt. So ein Wecker? Das ist der Temperaturknopf, du Dumpfbacke. Du hast es wahrscheinlich mit 90 Grad gewaschen. Na schön, wenn du dich so gut damit auskennst, dann wasch deine Klamotten doch selber. Aber deine Sachen hast du offenbar nicht mitgewaschen. War mir zu riskant. Ich bin ein Waisenkind. Allein. Wenigstens kann sein Gehirn nicht mehr eingehen. Kopf hoch, Klaus. Du hast ja immer noch deine Geschwister. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Das wird dich ablenken. Sie von unserem Las Vegas Sonderangebot. 20.000 Gulden inklusive der Neonbeleuchtung. Und nach einer Stunde hat er sie rumgekriegt. Miete für den Sterbeempfangsraum, kalte Häppchen, Getränke, Einladungskarten, Weihrauchsteuer. Also kurzum, haufenweise Geld. Es ist immerhin deine Mutter. Ja, aber sie hat ihr ganzes Leben zwischen Furnieren, Hartfasern und Schrott zugebracht. Und jetzt muss es auf einmal massive Eiche mit Marmor sein. Und Gold. Ja, weil du sie unbedingt auf die goldenen Griffe am Sarg hinweisen musstest. Ma war verrückt nach Gold. Ma ist noch nicht tot, Klaus. Und nach dem Begräbnis grabe ich die Griffe sofort wieder aus. Was soll's? Ihr kriegt doch noch Geld von der Versicherung, oder nicht? Versicherung? Ja. Hör mal. Wenn ihr eine ordentliche Versicherung abgeschlossen hättet, dann müsstet ihr nichts bezahlen. Unter Umständen springt sogar noch ein Gewinn für euch raus. Echt wahr? Hängt von der Leistung ab. Kleine Monatsprämie, geringe Auszahlung. Große Monatsprämie. Große Auszahlung, genau. Aber dummerweise haben wir leider keine Versicherung auf Ma abgeschlossen. Das würde ich sofort nachholen, wenn ich du wäre. Du bezahlst 2 Monate im Voraus. Deine Ma verabschiedet sich und voilà, du kriegst einen Haufen Kohle ausgezahlt. Das Begräbnis wäre bezahlt und im Anschluss wäre noch eine kleine Feier für uns. Das hätte Ma bestimmt sehr gefallen.
Was redest du da für einen Unsinn, Klaus? Ma ist noch nicht tot. Das weiß ich alleine, Johnny. Ich versuche doch nur schon mal ein bisschen, mich an die Gedanken zu gewöhnen. Aber die Versicherung musst du schnell abschließen, Johnny, solange deine Ma noch lebt. Das ist wie beim Roulette. Solange das Rad sich dreht, kann man noch setzen. Aber wenn die Kugel fällt, rien ne va plus. Ja, ist klar. Komm mit, Klaus. Wohin denn? Wir müssen unsere Ma sofort gegen ihr Sterben versichern. Sie sollten das nicht überstürzen. An Ihrer Stelle würde ich die Unterlagen mit nach Hause nehmen und alles ganz in Ruhe durchlesen, bevor Sie unterschreiben. Sie sollten auch genau auf das Kleingedruckte achten. Nein, danke. Ich will keine Zeit mehr verlieren. Ich will damit sagen, ich habe heute noch viel zu erledigen. Ich habe keine Zeit für Ihr Kleingedrucktes. Hauptsache, Sie wissen, dass Sie eine sehr hohe Prämie bezahlen. Wollen Sie das nicht lieber nochmal überdenken? Ach, am liebsten treffen wir spontane Entscheidungen, nicht wahr, Klaus? So, das ist die letzte. Ich bekomme gleich einen Krampf vom vielen Unterzeichnen. Und wann wird die Kohle an uns überwiesen? Pardon? Naja, wenn unsere Ma das Zeitliche sehen, dann machen wir doch einen Riesenreibach. Man könnte auch sagen, Beute. Nun, ich will mal für Sie hoffen, dass das noch ein klein wenig dauert. Hallo, ich hab dich was gefragt. Wie lange dauert's, bis wir das Geld dann verprassen können? Oh, Sie haben diese Frage ernsthaft gemeint. Wenn sich Ihre Mutter aus dem Leben zurückziehen sollte, dann nehmen Sie auf der Stelle Kontakt mit uns auf. Und dann wird der Betrag von uns in einigen Tagen an Sie überwiesen. Und das ist dann die höchstmöglichste Auszahlung. In der Tat. Sie haben unsere goldene Sargnagelpolice abgeschlossen. Das ist für die gedacht, die einen lieben Menschen mit maximalem Aufwand verscharren wollen. Prima. Tja, dann wollen wir mal wieder gehen. Bis dann. Wiedersehen. Oh, da ist noch eine Klitzekleinigkeit. Ihre Mutter muss noch zu einer medizinischen Untersuchung gehen. Medizinische Untersuchung? Wieso denn? Eine Routineprozedur.